Freunde, ich glaube, man sieht es mir an, wir haben noch was früher. 5.46 Uhr, um genau zu sein. Und ihr seht, wo wir sind. Wir sind am Flughafen. Wir fliegen nach Portugal. Ich werde euch gleich mal genauer abholen, was hier genau die Sache ist. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Bisschen kurz auf knapp hier alles geplant, aber wirklich, ich bin um 4 Uhr aufgestanden. Das ist das Maximalste, was ich machen konnte. Dann noch einmal verfahren. Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen sputen. Okay, wir haben noch eine Stunde Zeit. 6.55 Uhr Boarding Time. Schaffen wir easy. Es war doch nicht so easy wie gedacht. Also eigentlich war ich komplett pünktlich am Flughafen, habe ich ja gesagt. Aber es war absolut viel los. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir haben ja eigentlich Ende der Ferien. Ja, okay, gut, wir haben Ende der Ferien. Vielleicht fliegen ein paar Leute nochmal zurück, aber es war absolut voll. Dann war auch das Gute. Ich stehe an der Schlange, bin kurz davor, dass man in diesen Sicherheitsabsperrbereich geht. Also die Schlange war so lang, dass es aus diesen Bändern rausging. Dann ruft einer aus, ja, wer fliegt nach Nizza, Porto. Ich sag, ja, ich fliege nach Porto. Ein paar andere melden sich auch. Da meint der Typ so, ja. Also der Mitarbeiter vom Eurowings meint, yo, geht da vorne hin zu... Wir waren bei 151, geht zu 145, da seid ihr schneller. Ich gehe da hin. Ich denke mir, Alter, das geht noch ein bisschen langsamer. Ich guck nach links, ich sehe schon so eine Mädelsgruppe, die vor mir war. Die waren schon absolut fertig. Bro, er hat mich so auseinandergenommen, das war's komplett. Da musste ich noch Übergepäck zahlen. Übergepäck KS. Perfekt. Aber auch eigene Dummheit, ehrlich gesagt. Schade. Ja, den nächsten Tag. Heute machen wir einen kleinen Roadtrip. Wir fahren nämlich an so Wasserfälle. Für die Leute, die sich noch an die Madeira-Vlogs erinnern, da waren wir auch ein, zweimal an so Wasserspots, Felsendingern. Und das gibt es hier auch, oder das gibt es nicht hier, aber da müssen wir so anderthalb Stunden hinfahren. Und das machen wir heute. Ich glaube, da kann man richtig coole Fotos machen. Ich glaube, das sieht auch einfach generell geil aus. Ich mag es immer sehr gerne, an so Berg-Wasser-Regionen zu sein. Let's go! Okay, Freunde. Wir sind jetzt da. Wir sind hier in so einem random Ort gelandet, in den Bergen. Sieht aber ganz geil aus. Sarah hat gerade nochmal nachgeguckt. Die Wasserfälle, wo wir hin wollten, oder einer der Wasserfälle, es gibt hier ganz viele, ist 4 Minuten von hier zu Fuß entfernt. Kurz was essen, weil ich habe übelst Hunger, Sarah auch. Und dann geht es dahin. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe sogar eine Badehose dabei für den Fall der Fälle. Aber ich bin auch ein bisschen angeschlagen, deshalb weiß ich, ob das was wird. An die Jungs, wenn ihr sagt, dass ihr krank seid, werdet ihr auch immer so angeguckt? Ich werde nie ernst genommen, wenn ich sage, dass ich krank bin. Ich bin nicht todkrank, aber ich habe schon Halsschmerzen und so. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber wir haben echt ein stabiles Auto bekommen. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Das ist so ein Toyota Yaris Cross. Der ist super. Automatik ist hier in den Bergen auch wichtig. Hybrid, also der fährt eh an und so. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Autos, aber der macht echt Spaß zu fahren. Hat auch schön viel Platz. Finde den auch super. Ja. Ja. Warte. Sollte ich doch besser, soll ich so hierhin besser? Also Freunde, ihr seht, ich bin hier gerade am Wandern. Das wäre fast der Tod. Da oben ist so eine Brücke. Wir haben irgendwo da hinten im Wald geparkt, müssen nämlich alles entlang laufen, sind da runtergekackt. Und ich bin jetzt von da vorne hier hin. Ich wollte hier, am liebsten würde ich halt logischerweise ein Fitpick machen. Aber erstens, ihr seht es glaube ich schon. Ich bin jetzt gerade mit dem Handy im Film, weil Kamera hier war schwer. Lichtverhältnisse hier sind katastrophal. Gut, hier hätte ich eigentlich schon wahrscheinlich ein cooles Film bekommen. Ich bin hier mit Badehose und die ist auch nass. Also man muss da hüfttief ins Wasser, um hier hinzukommen. Das ist ein bisschen doof. Trotzdem habe ich da drüben jetzt ein, zwei Schnappschüsse geschnappt. Aber das ist maximal geil hier hinten. Und das geht halt immer noch weiter. Da vorne seht ihr vielleicht auch noch, da sitzen sogar noch Leute. Ist auf jeden Fall ganz geil. Hier Action KS am Start und das ist absolut crazy. Also Freunde, das ist der Grund, warum ich gerne in Portugal bin. Das war auf Madeira schon so und hier ist es noch krasser. Das ist crazy. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich weiß nicht, wie viel von hier ich euch zeigen konnte. Das ist wirklich super schön. Kann ich euch mal hier auf der richtigen Cam zeigen. Wasserspot, da vorne war ich eben, da geht es auch noch hin. Im Endeffekt, ich zeige euch das da hinten einmal. Und eine Sache, einen Retalk, den ich hier machen wollte, ganz kurz. An alle Leute, die mir schreiben oder die generell vorhaben, Instagram und Content durchzuziehen. Ihr müsst das einfach durchziehen. Mir ist das gerade wieder klar geworden, weil ich mit der Dame immer Content mache. Früher war das so, wenn wir jetzt hier an so einem Ort waren, ihr müsst euch vorstellen, eben waren hier überall Leute. Also jetzt ist es ein bisschen leerer, weil es ja halt schon relativ spät ist. Aber hier saßen nämlich überall Leute. Und Sarah und ich haben trotzdem genau hier auf dem Stein Content durchgezogen. So müsst ihr das auch machen. Keine Motivationssprache oder so. Aber mir ist das auch gefallen, weil früher hätten sowohl Sarah als auch ich mich das auf jeden Fall nicht getraut. Aber die Fotos sind max geworden, finde ich. Ich habe auch coolen Content für Terra gemacht. Ne?
Ja, stimmt, Sarah auch. Freunde, folgende Situation. Wir fahren halt gerade raus und hier ist einfach eine komplette Pferdeherde. Wir müssen halt stehen bleiben, weil die haben auch, wie ihr seht, ein kleines dabei, Fohlen nennt man es ja. Da habe ich jetzt echt keinen Bock loszufahren. Wir haben zwar ein leises Auto, wie gesagt Hybrid. Wenn wir langsam fahren, hören die jetzt eh nicht. Aber mit Fohlen macht man echt keinen Spaß, finde ich. Man weiß nie, wie die dann reagieren. Wir sind eben schon an Kühen vorbeigefahren, die auch kleine hatten, aber da war es noch gechillt, weil die Platz gemacht haben. Aber die sind halt, wie ihr sehen könnt, wirklich komplett auf der Street hier. Ich glaube, du kannst aber langsam fahren. Ja, also ich meine, die werden ja sonst das Recht nicht weggehen. Ja, fahr einfach so. Ciao. Die sind eh alle am Essen. Bye. Hallo, Freunde. Ich zeige euch jetzt unsere Wohnung. Wir sind zwar eigentlich gerade in der Abreise, aber es ist gerade aufgefallen, dass wir noch gar keine Roomtour gemacht haben. Sarah hinter der Kamera. Und ihr seht, wir haben diesmal ein Apartment. Das ist das erste Mal, dass ich auf so einer Reise ein Apartment habe, weil ich bin eigentlich voll der Hoteltyp, aber irgendwie Sarah hat das rausgesucht und das ist super. Wir kommen rein. Wir haben so ein Studio-Apartment. Küche, das sind noch Krümel vom Frühstück. Ne? Also hat alles, was man braucht. Kühlschrank, ein Waschbecken, wurde auch ordentlich gespült und so. Dann hier kommt man rein. Ich finde das schon relativ nice, ne? Mit der Couch. Hier haben wir Netflix geguckt, beziehungsweise eigentlich haben wir nur auf dem MacBook geguckt, aber der hat wirklich so, das ist so ein Smart-TV. Finde ich crazy, wenn die Leute sowas in ihren Apartments haben. Dann hier Bett, relativ gemacht, ist aber recht gemütlich, also kurzer Größenvergleich. Das ist schon echt, ist ernst groß. Hier haben wir auch so einen großen Spiegel und so. Hier Ausblick, aber okay, ist jetzt nicht so wichtig, weil da ist nur so ein Hof draußen, das ist jetzt nicht so crazy. Was aber ganz cool ist, dadurch, dass das ein Studio ist, ist hier alles nur ein Zimmer, aber man kann halt hier diese Wand. Auf und zu fahren. Und zu guter Letzt, also das ist wirklich jetzt nicht so crazy, es ist einfach ein ganz normales Zimmer. Haben wir noch so ein Badezimmer, das war ganz nice. Normale Dusche, ja, alles von hart. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, sieht man, ist ein bisschen ekelhaft. Hier dieses Wasser, ich weiß jetzt nicht, Verschwendung. Ja. Aber das läuft einfach nicht ab. Ich weiß nicht warum, aber man wäscht sich das Gesicht und dann ist einfach bis hier oben Wasser voll. Das der Spiegel ist echt cool. Ja, das stimmt, der Spiegel kann man so. Du musst den Lichtschalter jetzt auch machen. Den Spiegellichtschalter. Den? Ja. Wow, crazy. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Apartment wieder, denn wir fahren jetzt nach Porto. Ja, Freunde, und damit sind wir in der neuen Crib, also in der neuen Wohnung. Wir sind hier wieder in einem Apartment. Ich habe auf dem Trip jetzt wirklich nur Apartments gebucht. Und das ist riesig groß. Irgendwie sah es auf den Bildern viel kleiner aus, aber beschweren tut man sich natürlich nicht. Wir kommen, wie immer, durch den Eingang rein und haben hier die View. Erstmal hin Regal. Da erstmal ins Bad, da war ich noch gar nicht drin. Ja, gut. Wow, Alter, schon clean. Also hier, ne, Water, Dusche, ganz normale Dusche, aber voll schön hier mit dieser Betonoptik. Kommen wir hier weiter, kommen erstmal in die Küche rein. Hier, Küche, falls man mal kocht. Wir sind eh nur zwei Tage hier, deshalb ist es egal. Glastisch, Wohnzimmer. Das zeige ich euch gleich. Erstmal haben wir nämlich noch, wenn wir hier reinkommen, unser Schlafzimmer. Das geht da einmal komplett rum. Ja, gut, ist halt ein Schlafzimmer, muss man sagen. Bett sieht clean aus. Und ja, dann haben wir hier halt eine komplette Balkonfront, ne? Muss mal auf. Also das ist echt sehr schön. Hier halt, wie gesagt, wir sind wirklich komplett zentral. Ich weiß nicht, wo wir genau sind, weil wir halt, wie gesagt, gerade erst angekommen sind. Es war auch eine richtig lange Fahrt. Hier durch das Zentrum war überall Stau war. Aber übrigens geil, hier halt das Wohnzimmer. Weiß nicht, Couch ist jetzt nicht so crazy wild, aber man kann hier auf jeden Fall gut chillen. Das ist unser Apartment hier in Porto. Sehr schön. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt mal hier in Porto rein. Ihr seht, Outfit Switch. Wir haben eine Stunde später oder so, haben gerade ein bisschen gechillt. Ich habe einen kleinen Mini-Vlog für Instagram geschnitten und wir haben uns fertig gemacht. Einmal Outfit-Check. Bei Sarah. Schreibt in die Kommentare, ob es cool ist. Ich finde es sehr, sehr clean. Schreibt mal bei mir. Ich bin mir sogar bei den Schuhen nicht zu 100% sicher, aber einfach mal machen, ne? Einfach mal machen, ne? Wir haben auch schon 19 Uhr, das heißt, Abendessen ist auch nicht mehr fern. Und ja, das machen wir, ne? Jetzt hier direkt am Ankunftstag ein bisschen los. Freunde, ich sage euch jetzt schon, ich bin wirklich null der Sightseeing-Guy. Wir haben jetzt wirklich eine Sightseeing-Expertin dabei. Aber erwartet jetzt nicht, dass wir uns hier alles angucken. Also wir sind zwei Tage hier. Das wird hier wirklich eine entspannte Geschichte, oder? Ja, ich kenne das Gott sei Dank schon. Sonst wäre es nicht entspannt. Thank you.
meine, wir sind hier in so einem typischen Souvenirladen und ich sammle auf meinem Koffer random Sticker, wo ich überall war. Ich habe ja meinen Koffer, ich glaube, ich hatte den hier auf YouTube sogar gezeigt, kurz vor Asien neu gekauft, diesen silbernen Remover-Koffer. Und da möchte ich halt von allen Orten, wo ich so war, Sticker drauf haben. Ich habe schon von Tokio, von Seoul und einen Süßesticker. Und ich möchte halt jetzt hier einen von Porto holen. Und da sind wir gerade in der Auswahl. Ich möchte, glaube ich, den. Es gibt sonst noch solche. Hier, das ist eigentlich auch ganz cool. So alles. Oh, der Etta, den habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist ein bisschen los. Was steht denn da? Okay. Okay. Ja, ich denke, ich nehme den hier. Weil alle anderen sind so. Die sind entweder voll in der scheiß Auflösung oder sehen einfach nicht nice aus. Deshalb nehme ich den, kostet 2,50 Euro. Erstes FPU auf dieser Reise, let's go. Freunde, wir sind bei einem Veganer, in einem veganischen Restaurant. Wir haben ein bisschen später, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil hier ist relativ laut Musik. 16:37 Uhr, wir haben eben ein bisschen gechillt, wir waren im Apartment. Kleines Mittagsschläfchen. Ich habe ein Reel fertig geschnitten, das heute online kommt. Instagram, YoshiKS, gerne auschecken. Ist, wenn das Video jetzt hier online kommt, natürlich schon online. Jetzt gehen wir was essen. Mittagessen, wir haben hier relativ spät gefrühstückt, weil wir heute Morgen das Auto weggebracht haben. Und wollen danach mal gucken, was so geht. Wir sind immer noch beide ein bisschen knock, leider. Danach, keine Ahnung, vielleicht gehen wir zum Wasser oder vielleicht gucken wir noch mal ein, zwei Gebäude hier an. Es hat einfach nicht viele Stores. Wir waren nur bisher in diesem einen drin. Ich habe hier auf dem Weg hier noch ein Parfümladen gesehen, wo ich auf jeden Fall mal rein möchte. Aber das ist hier viel mehr Kultur und schöne Gebäude und Instagram-Fotos machen auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Das machen wir jetzt. Und ich bin echt gespannt, wie mein Burger schmeckt. Sarah hat mir so eine Suppe bestellt. Ich habe einen Burger bestellt, Beyond Meat. Ich glaube, es ist das erste Mal sogar, dass ich Beyond Meat esse. Und deshalb, ja, mal gucken. Freunde, was soll ich euch sagen? Wir sind vor ein paar Stunden zu Hause angekommen und ich bin vor 10 Minuten wieder aufgewacht. Ich war komplett knock. Die Sonne war, glaube ich, wirklich einfach ausgenockt. Bei Broski war es nicht anders, glaube ich. Ich bin auch krank. Ja, stimmt, Sarah. Sarah ist dazu leider noch wirklich erkältet. Hat sich eben noch aus der Apotheke geholt. Und ja, deshalb wird es hier wahrscheinlich ein Porto Foodblog only. Wir gehen jetzt Abendessen. Wir haben 2-3 Restaurants ausgesucht. Wir haben schon was später, deshalb müssen wir auch gucken, wo wir was bekommen. Und das ist die letzte Amtshandlung hier. Und, oh, ich weiß nicht, ob ihr das sieht. Sarah hat mir tatsächlich die Augenbrauen gezupft. So verschlafen hier, das ist crazy. Ja. Bon. Appetit. Holen uns jetzt noch verstellte Latte. Diese typischen portugiesischen Teilchen, die ihr wahrscheinlich jetzt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, schon mehrmals gesehen habt. Das ist mein absolutes Lieblingsdessert hier und ich muss es mindestens einmal essen am Tag. Aber ich habe es heute noch nicht gegessen, deshalb holen wir uns jetzt direkt 3 und das machen wir. Essen übrigens, kurze Bewertung, für mich eine wirkliche 10 von 10, es war richtig lecker. War aber auch ein bisschen teurer Laden, haben wir erst im Nachhinein gemerkt. Das war so, hier, ich blende euch mal das Essen ein, so auf den Fine Dining angelehnt. Aber hat richtig gut geschmeckt. Fleisch war super, war nice, schmeckt. Ich nehme vielleicht auch einen. Die sind super lecker. Let's go. So, Freunde. Und damit war's das. Wir ziehen durch, wir fahren nach Hause. Vier Sachen gepackt, schön. Koffer, Tasche. Wir sind ready to go. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit hier in Portugal. Ich muss auf jeden Fall öfters sehen. Ich finde, Portugal ist so ein cooles Land. Kleines, süßes, feines Land mit schönen Städten, mit netten Leuten. No joke. Ich glaube, es gibt wenig Länder, wo ich so viele nette Leute getroffen habe. Deshalb muss ich auf jeden Fall nochmal herkommen. Wir fahren jetzt heim, beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal nochmal irgendwo frühstücken, setzen uns irgendwo in einen Café oder so. Weil mein Flug geht erst um 18.45 Uhr und Sarahs Flug geht erst in 5 Tagen. Und ja, Freunde, das war's vom Vlog. Wir sind an dem Tag auch wieder nur ins Café gegangen, haben da ein bisschen gewartet und dann bin ich auch zum Flughafen und heimgeflogen. Deshalb habe ich da jetzt nichts mehr von reingeschnitten, weil da nichts Nennenswertes mehr passiert ist. Aber es war auf jeden Fall ein sehr nicer Urlaub, auch ein sehr benötigter Urlaub, sage ich mal. Ich habe da gestern im Stream drüber geredet. Manchmal merkt man das nicht, aber wenn man dann diesen Urlaub hinter sich hat, dann merkt man, wie dringend man den nötig hatte. Und bei mir war das auf jeden Fall so. Bin jetzt wieder fully charged, fully drin im Game und ready für neuen Content und für neue Arbeit. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. So, weil so zeigt sich der Algorithmus den nächsten Vlog direkt so einfach auf der Startseite an und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Checkt sehr gerne die Videobeschreibung ab. Da sind natürlich erstmal alle meine Socials verlinkt und auch meine Brand Terra. Dazu kommt bald auch nochmal ein Video, keine Sorge.
Folge, ich habe das nicht vergessen, das wird noch in meinem Vlog aufgearbeitet, denn wir hatten ja letzten Freitag den Drop, aber das wollte ich jetzt nicht an den Urlaubsvlog schneiden, weil das hätte irgendwie keinen Sinn gemacht thematisch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt das jetzt noch schöne, warme Sommerwetter und haut rein. Ach, und kommt in die Streams. Ich bin wieder aktiv live am Stream.